Jetzt quäle ich mich schon fast 3 Jahre durch den Französischunterricht und komme auf keinen grünen Zweig. Warum werde ich diese komische Sprache nie lernen? Wenn du dich das jetzt fragst, bist du hier richtig. Salut, bienvenue bei einem weiteren Hors-Série von Fit für Franze, wieder als Podcast der Franze-Prof zum entspannten Zuhören. Ich bin Christian, Nachhilfeprofi für Französisch und unser Thema heute, nur so lernst du richtig Französisch. Wir sprechen über die 3 Säulen des Lernens, warum du beim Französischlernen auch mal schräg denken und verrückt sein darfst und welche Fehler du beim Lernen unbedingt vermeiden musst. Allons-y, los geht's! Welche Gemeinsamkeit haben der Nationaltorhüter Kevin Trapp, derzeit bei Eintracht Frankfurt, und der US-Schauspieler Johnny Depp? Es mag dich überraschen, aber beide sprechen fließend Französisch. Depp lebte über viele Jahre in Frankreich mit der Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis. Trapp spielte mehrere Jahre für Paris Saint-Germain. Und ich muss 2 bis 3 Wochenstunden im Französischunterricht hocken, wirst du mir jetzt vielleicht entgegnen. Da geht es dir wie weiteren knapp 1,3 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland. Da höre ich oft, also Französisch lernen, das ist richtig schwer. Meine Motivation tendiert gegen Null. Ich selbst behaupte mal, Französisch zu lernen ist nicht schwerer als Englisch zu lernen. Du musst nur die richtige Methode kennen. Egal, ob du nämlich Englisch, Französisch oder Spanisch lernen musst oder möchtest, erfordert dies die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Aber keine Angst, ich sage dir ganz offen, Mut zur Lücke. Niemand verlangt von dir, dass du alles perfekt machst. Ich weiß von vielen von euch, die sagen, naja, lesen in Französisch, das geht noch gerade gut. Da verstehe ich schon den Inhalt, aber Hörverstehen ist bei mir der Horror und mit dem Schreiben tue ich mich echt schwer. Ich kann dir aus der Nachhilfe bestätigen, da geht es dir wie eigentlich jedem, den ich in den vergangenen Jahren in Französisch begleitet und gefördert habe. Also Mut zur Lücke. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die Franzosen sagen dazu, man wird Schmied, indem man schmiedet. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Wenn du aber nach und nach in jedem Bereich kleine Fortschritte machst, wenn du diese Fortschritte stetig selber wahrnimmst und wenn dich dein Lehrer oder deine Lehrerin darin motiviert, dann wird dir auch Französisch wieder mehr Spaß machen. Wenn doch nicht diese komplizierte Grammatik wäre. Possessivbegleiter, Präpositionen, kausale Konjunktion. Schwirrt dir bei diesen Begriffen schon der Kopf? Kein Wunder, dass du in der Schule irgendwann abschaltest und dir das Lernen keinen Spaß mehr macht. Und was bitteschön sind direkte Objektpronomen? Du benutzt das Wort ja schließlich auch nicht jeden Tag. Schau mal, ich zeig dir mal mein neues Objektpronomen. Grammatik? Geht das nicht einfacher? Aber klar, hör mir mal zu. Aurélie mange une glace. Aurélie isst ein Eis. Une glace bildet in diesem Satz das Objekt. Es antwortet auf die Frage was und steht hier direkt beim Verb. Daher sagt man im Französischen dazu ein direktes Objekt. Das Wort une glace ist im Französischen weiblich, la glace. Ich ersetze nun une glace durch la und erhalte Aurélie la mange. Aurélie isst es. Das La ist hier ein Pronomen, ein Fürwort. Es steht für etwas anderes, nämlich für das direkte Objekt in Glas. Daher nennt man es ein direktes Objektpronomen. Im Französischen steht da wörtlich Aurélie, es ist. Klingt komisch, ist aber so. Denn unsere goldene Regel 1 lautet, Objektpronomen stehen im Französischen vor dem konjugierten Verb, also vor dem Verb, das ich auf das Subjekt angepasst habe. Aurélie la mange. Meine kleine Vorstellung hat nur 60 Sekunden gedauert, aber jetzt mache dir mal klar, was du in diesen 60 Sekunden alles verstanden und gelernt hast. Eine ganz schöne Menge ist das. Du weißt nun, was ein direktes Objektpronomen ist und wo es in der Regel steht. Gratulation, denn nun hast du eine ganz wichtige Säule des erfolgreichen Lernens erkannt. Das ist das Verstehen. Oft geht das im Unterricht viel zu schnell, du bekommst nur die Hälfte mit und traust dich nicht nachzufragen. Immer wieder schreiben mir unsere Follower von Fit für Franze in den Kommentar unter die Videos, wow, ich habe in 5 Minuten bei dir mehr verstanden als im Unterricht, wie machst du das? Nun, unser Kanal ist das Ergebnis einer jahrelangen Nachhilfepraxis. Wir greifen daher genau die Lerninhalte auf, die ihr oft gar nicht oder falsch verstanden habt. Wir wissen eben, wo euch Französisch Kopfzerbrechen bereitet.
Zur Verteidigung eurer Lehrerinnen und Lehrer, die inzwischen auch immer häufiger unserem Kanal folgen, möchte ich aber sagen, ich habe natürlich dabei einen ganz unfairen Vorteil. Euer Lehrer steht live vor eurer Klasse und hat nur eine Chance, euch ein neues Thema zu erklären. Ja, live. Und ihr als Publikum habt dabei nur diese eine Chance, zuzuhören und zu verstehen. Unsere Videos dagegen sind nicht nur eine Aufzeichnung, sie basieren auf einem Manuskript, auf gesprochenem Text und passenden Animationen, Bildern und Texten. Und wenn ich der Meinung bin, das war nichts, dann lösche ich auch schon mein ganzes Video und fange nochmal von vorne an. Diese Chance haben Lehrer nicht. Aber du als Schüler hast ein weiteres Instrument in der Hand, das du ganz erfolgreich zum Lernen und Verstehen anwenden kannst. Und das ist deine Fantasie. Ja. Regarde cette vieille voiture. Schau dieses alte Auto. Glaub mir, ich habe mich jahrelang mit diesem mega schweren Adjektiv vieux, vieille, vieille, das bedeutet alt, richtig schwer getan. Immer wieder habe ich mich verschrieben. Jedes Mal musste ich nachgucken, wie schreibt man dieses komische Wort. Dann habe ich mir irgendwann eine Eselsbrücke gebaut. Ein Kollege der Mathematik von mir hieß Victor. Ich habe mir einfach einen Igel vorgestellt und habe den Victor genannt. Victor ist ein Igel. V-I-E-I. Und schon konnte ich mir endlich diese Buchstabenkombi merken. Und jetzt vergesse ich die nie wieder. Grüße an Victor, wenn er zuhört. Ganz sinnvoll beim Vokabellernen. Wir haben übrigens diese und weitere tolle Methoden zum perfekten Vokabellernen in dem oben verlinkten Video vorgestellt. Und genauso schräg merke ich mir Verbformen. Nous mangeons. Das lerne ich. Nous mangeons. Genau so, schräg, aber ist doch egal. Hauptsache richtig, ne? Doch das Verstehen reicht nicht aus zum erfolgreichen Erlernen einer Fremdsprache. Die zweite Säule ist nämlich das Anwenden. Und zwar das sofortige Anwenden des Gelernten. Klar, deine Bücher, dein Cahier d'Activité, meinetwegen deine Lern-App mit an interaktiven Übungen, die ist voll mit irgendwelchen Einsatzaufgaben zu Grammatik oder Wortschatz. Nehmen wir mal an, da stehen jetzt Hausaufgaben bei dir an oder du raffst dich vielleicht sogar mal selber auf, die ein oder andere Übung selbstständig zu bearbeiten. Da gibt es einen ganz entscheidenden Nachteil, ein ganz entscheidendes Problem. Ich behaupte mal, selbst wenn dir die richtige Lösung angezeigt wird, im Buch oder in der App, ganz egal, du hast dabei nichts gelernt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Satz lautet, ich finde es blöd, dass du diese Übung nicht verstehst. Auf Französisch, je trouve bête que tu ne comprennes pas cet exercice. Da steht ein Subjonktiv folgend auf den Auslöser je trouve bête. Nimm dir an, du hast statt dem Subjonktiv die normale Indikativform tu comprends geschrieben. Du siehst in der Lösung, nee, das muss tu comprennes heißen. Ich selbst jetzt als dein Nachhilfelehrer würde dir jetzt nicht nur erklären, dass nach trouver und folgendem Adjektiv immer der Subjonktiv folgt, sondern dass nur nach trouver ohne Adjektiv der Indikativ steht. Je trouve que cet exercice est bête. Indikativ. Ich finde, dass diese Übung blöd ist. Nach Ausdrücken der Wertung wie ich finde es blöd, je trouve bête, folgt der Subjonktiv, aber nach Ausdrücken des Denken und Meins in bejahter Form steht der Indikativ. Du siehst also, wie wichtig beim Anwenden der zweiten Säule des erfolgreichen Lernens die umfassende Rückmeldung und die Erklärung ist. Eine Riesengefahr beim Lernen sehe ich nämlich darin, dass sich Leute Fehler angewöhnen, wenn du deine Hausaufgaben machst. Ich nehme an, du versäumst die folgende Stunde, bist krank oder du bist beim Durchsprechen der Hausaufgaben einfach unkonzentriert, dann kannst du deine Hausaufgaben in die Tonne treten. Du hast dabei nichts, aber auch wirklich gar nichts gelernt. Es gibt Leute, die behaupten, ja, eine neue Sprache, die kann man einfach mal so in 3 Monaten lernen. Man hört sich das an, man schaut sich auch mal die Wörter geschrieben an, dann schreibt man vielleicht auch mal drauf los. Dass sowas bei Französisch nicht klappt, das sollte jedem klar sein, denn Schriftsprache und gesprochene Sprache weichen stark voneinander ab. Aber jetzt überleg mal, wenn du Englisch kannst du vielleicht ganz gut, wenn du Englisch so schreiben würdest, wie du es sprichst, dann käme sicher auch nichts Sinnvolles raus. Du hast nur den Eindruck, dass Englisch leichter ist, weil du es schon viel länger lernst und weil du häufiger mit Englisch konfrontiert bist. Und apropos Englisch, ganz wichtig, mache nie direkt hintereinander Hausaufgaben in Englisch und Französisch oder Französisch-Englisch, nie hintereinander. Die Gefahr ist zu groß, dass du Dinge falsch überträgst und verwechselst.
Übe dazwischen für ein anderes Fach, egal Mathe, Bio, aber nie Aufgaben von beiden Fremdsprachen direkt hintereinander bearbeiten. Der größte Fehler beim Französischlernen ist es also, sich Falsches anzugewöhnen. Aber wenn jetzt mal kein Lehrer in der Nähe ist und nicht jeder von euch nimmt Nachhilfe, kann da die künstliche Intelligenz helfen. Ich habe dazu mal ChatGPT ausprobiert in der Variante 3.5 und ich muss sagen, also das Ergebnis war ernüchternd bis verheerend. ChatGPT hat mir nämlich nicht nur falsche Sätze als richtig vorgegaukelt, sondern hat mir dazu haarsträubende Erklärungen geliefert und ich musste der KI zeigen, was richtig ist. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen draußen im Lehrbetrieb, die künstliche Intelligenz wird uns nicht so schnell überflüssig machen, weder in der Schule noch in der Nachhilfe. Was kannst du außerhalb der Schule tun? Wir von Fit für Franze haben Trainingsvideos gemacht, die gibt es schon zu vielen wirklich wichtigen Grammatikthemen. Wann brauche ich den Subjonktiv oder Indikativ? Wann brauche ich das Passé Composé oder das Imparfait und so weiter? In diesen Trainingsvideos kannst du dir die Lösung selbst überlegen. Dann erläutere ich dir Schritt für Schritt die Lösung und Vorteil gegenüber dem Unterricht. Du kannst dir das Video so oft anschauen, wie du möchtest. Ganz entscheidend für ein erfolgreiches Lernen ist die dritte Säule, das regelmäßige Wiederholen. Nur so wandert das Erlernte vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Zum Wiederholen gehört aber auch unbedingt die Regelmäßigkeit des Lernens in kleinen Portionen. Glaube mir, 10 Minuten Französisch jeden Tag zu machen, vor allem auch alte Vokabeln, Redewendungen aus dem Ondi-Kasten zu wiederholen, eine Grammatikübung oder ein kurzer Lesetext, das bringt dir mehr als vor der Arbeit einfach nur ranzuklotzen und dir 20 Seiten aus dem Lehrbuch reinzuziehen. Da bleibt nur wenig hängen. Wir haben aber euch gefragt, wie ihr, chers amis de Fit für Franze, wie ihr euch so auf eine Franze-Klausur vorbereitet. Jeder zweite von euch fängt am Samstag, Sonntag vor der Klausurwoche mit dem Lernen an. Jeder dritte meint, dass ein Tag vor der Klausur wohl zum Lernen reichen sollte und jeder zehnte klotzt sogar die halbe Nacht vorher durch. Klar, da hat jeder so seine Methode, nur die beiden letzten kann ich nicht so richtig nachvollziehen, denn Lernen ist ein stetiger Prozess. Ich persönlich finde es wichtig, den aktuellen Stoff zeitnah zu bearbeiten und zu wiederholen. Das gibt schon lange vor der Klausur ein beruhigendes Gefühl. Ob du nun lieber allein im stillen Kämmerlein übst oder zusammen mit einem Freund oder einer Freundin, das bleibt auch dir überlassen. Das Lernen zu zweit hat einen weiteren Vorteil. Du kannst, ja du solltest sogar mal ein bestimmtes Thema, das du schon gut verstanden hast, deinem Partner oder deiner Partnerin vortragen. Was man selbst schon gut erklären kann, das hat man auch verstanden. Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen, das hatten wir gesehen, sind die Kernbereiche des Lernens. Und deswegen haben die Schulbuchverlage zu den Lehrbuchreihen auch die unterschiedlichsten Materialien herausgebracht. Arbeitshefte mit Mediensammlungen, Vokabeltrainer, Übungssoftware, entsprechend abgestimmte Apps oder Vokabellernhefte. Ja, du kannst und du sollst dir, so meine Empfehlung, sogar am besten dein eigenes Lerntagebuch anlegen. Auch darüber haben wir in diesem Podcast unter dem Thema Das Geheimnis guter Franzennoten schon berichtet. Der Link steht wieder oben. Welches Material, welche Lernmethode dir am besten gefällt, das ist deine Entscheidung, deine Wahl und das sollte auch ganz individuell sein. Aber warum sage ich, Französisch ist nicht schwerer als Englisch zu lernen? Ganz einfach, weil von dir in der Schule nicht mehr verlangt wird, als in deinem Lehrbuch steht, sprich, was der Lehrplan vorgibt. Niemand, wirklich niemand erwartet von dir, dass du nach 4 Lernjahren perfekt wie ein Muttersprachler sprichst, ne? Ganz und gar nicht. Wir hier von Fit für Franze haben uns daher auch zur Aufgabe gemacht, dir nur das zu zeigen, was wirklich relevant für die Schule ist, was du können musst an Grammatik, an Schreib- und Sprechkompetenzen für die Klausur oder eine mündliche Prüfung. Welche Formulierung solltest du halt dazu auswendig können? Wie vermeidest du Fehler? Schau mal, wir kennen das ja. In der Schule hast du richtig viel um die Ohren. Mathe, Englisch, Deutsch, Bio, Geschichte, da spielt Französisch in der Regel eine Nebenrolle, zumindest für die meisten von euch. Ich behaupte mal, es ist möglich, sich mit überschaubarem Wissen und Inhalten erfolgreich durch die Lernjahre Französisch zu begeben und sich dabei sogar stetig zu verbessern. Und genau das zu vermitteln, ist eben auch das Ziel dieses Kanals Fit für Franze. Basiswissen für alle, Vertiefung für diejenigen, die Franze vielleicht sogar in der Oberstufe haben.
Mit welchen Hilfsmitteln lernst du am besten Französisch? Nutzt du eine App, einen Vokabeltrainer oder hast du dir deine eigene Lernmappe angelegt? Schreib uns das doch mal in den Kommentar. Und lass gern ein Like da, wenn dir diese Folge gut gefallen hat. Und schau mal in unsere weiteren hier verlinkten Tipps zum besseren Lernen rein. Und denk an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franze.